Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 19. Juli 2019. Die alten Mayas und das war eine Hochkultur, haben die Natur beobachtet, haben die kosmischen Einflüsse beobachtet, auch die wiederkehrenden Zyklen. Und die haben im Einklang mit der Natur gelebt. Sie hatten ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Und dieses Wissen möchte ich weiter vermitteln. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeuten Töne, Schwingungen oder Frequenzen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Wir befinden uns im 17. Welle und es dauert bis 19. Juli 2019. In dieser Welle herrscht Muluk und zeigt die Thema, was passiert in diesen 13 Tagen. Eine Welle dauert nämlich 13 Tage lang. Muluk bedeutet Wasser, das Fluss des Lebens. Vertrauen, das Fluss des Lebens, Vertrauen unserem Schicksal. Es kommen auch Erinnerungen, auch karmischen Erinnerungen. Das ist die Welle des Ausgleiches, geben und nehmen, im Gleichgewicht bringen oder die Gesetze, die Natur verstehen, anwenden, wie zum Beispiel Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben, die Seele muss es ausgleichen. In diesem Welle lernen wir auf unserem Herz hören und zeigen auch Dankbarkeit und Hingabe. In diesem Welle schauen wir an unserem Schattenseite und das bedeutet auch unserem Ängsten. Und wir sollen von diesem Ängsten uns befreien. In dieser Welle sollen wir Gedanken machen über Wachstum, über Gewinn und Besitz. Wir befinden uns im 13. Tag dieser Welle und die Zahl 13 wurde so gezeichnet bei den Mayas. Diese Linie bedeutet 5, das 2 mal ergibt sich 10 und die 3 noch dazu. Die Zahl 13 bedeutet als Energie Wandlung zum Schönheit. Ein Aufstieg bedeutet auch etwas zum krönenden Abschluss bringen und für einen Neuanfang, die nächste Stufe beginnt. Eine Weiterentwicklung bedeutet auch die Zahl 13. Die heutige Tagesenergie heißt Imisch. Das ist die Symbole dafür. Imisch bedeutet kosmische Mutter, die Urmeer, die Urvertrauen, Einheit mit dem göttlichen Quelle. Imisch bedeutet auch Empfänglichkeit, auch unserer Intuition. Und das heißt heute besonders, heute sollen wir intuitiv handeln. Imisch steht in Verbindung in unserem Körper zu unserem Blut, die Hormonhaushalt und für Sexualorgane. Die heutigen Krafttier ist Delfin. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.